Hallo, willkommen zurück zu Until Dawn. So, wir spielen das erste Mal, glaube ich, im ganzen Spiel, Josh. Und es ist noch eine Stunde bis zum Morgengrauen oder Sonnenaufgang. Ja, mal sehen. Josh, wir schaffen das schon. Wir kriegen dich schon hier raus. Irgendwie. Boah, ich traue mich. Du bist nicht real. Wir waren allein da unten. Nein, nein. Nein, 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 nicht nochmal. Oh Gott, nein. Sag nicht jedes Mal, wenn ich jetzt hier raustrete. Oh nö. Was ist, wenn ich da lang gehe? Oh, ich traue mich nicht. Oh Gott. Oh Gott. Das ist alles so scheiß dunkel. Ich meine, ja, das sieht alles dunkel aus. Was ist denn hier hinten? Oh, Oh Gott! jetzt Mann! bist du bei uns. Familie. Geht weg! Geht weg von mir! Geht weg! Warum hast du uns nicht gerettet? Wolltest du unseren Tod? Ist das schrecklich, ich krieg gleich eine Herzattacke. Oh Gott, ach, Josh. Okay, da ist eine Wand, oder? Mit dieser Narbe gesehen und er verwandelte sich in einen Wendigo. Wirklich? Einer der Bergarbeiter, die in den 50ern verschüttet wurden. Das heißt, das Ding ist 80 Jahre alt. Mindestens. Grüß dich für dieses Alter. Sie haben aufgeräumt. Viele Leute starben. Sie? Du meinst, es gibt mehrere? Oh ja. Wie viele? Zu viele. Schreckliches Gefühl hast du. Aha, das habe ich schon die ganze Zeit. Aber okay. Boah, das mit Josh war jetzt echt heftig. Das war echt heftig. Puh. Vielleicht finden wir hier hinten ja noch was. Man weiß ja nie. Aber das ist der Weg, von dem wir kommen, ne? Egal, ich will trotzdem kurz gucken. Okay. Oh Mann. Boah, kein Wunder, dass Josh so verrückt ist. Und er solche heftigen Sachen sieht.
Ey, ey, ey. Boah, mein Herz hat eben gepumpt. Das glaubt ihr nicht, ne? Oh, Mann. Wieso muss das Spiel jetzt hier so mega übertreiben? Das gönnt einem jetzt auch keine Ruhepause mehr, habe ich das Gefühl. Naja, jetzt gerade vielleicht. Aber das hat bestimmt gleich wieder ein Ende. Da will ich wirklich nicht reingehen. Es gibt keinen anderen. Da ist ja das Rad wieder. Wo willst du nicht reingehen? Ins Wasser oder wie? Wenn ich da jetzt drücke, geht sie dann da rein? Ich gehe da nicht rein. Erstmal gucke ich hier weiter. Ich finde, manchmal kann man nicht so genau sehen, ob da jetzt was... Ist das das, was ich denke? Shit. Sieht aus wie ein Grab. Oh. Oh. Ja. Bass. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na gut, ich glaube, wir müssen da ins Wasser jetzt. Bleibt kein anderer Weg mehr. Wenigstens sind wir zu zweit. Oh. Das gefällt mir gar nicht, ey. Das gefällt mir echt gar nicht. Oh. Okay, das ganze Haus brennt. Mhm. Bei der Gelegenheit kann ich mir auch gleich nochmal eben das eine Totem angucken. Irgendeins hatten wir ja mit dem Wasserrad. Oh Gott, welches war das? Nein. 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 Nope. Und das ist ein Glückstotem, dass das ganze Haus brennt. Okay. Ah, hier haben wir wohl einen verpasst, ne? Und da auch. Schade. Ah, hier. Führung. Ich glaube, das ist Mike, der... Ja, genau. Jemand mit einer Taschenlampe auf jeden Fall. Und der ist da auf das Rad geklettert. Ja, ist das jetzt... Soll das bedeuten, ich soll da raufklettern? Oder ich soll da lieber nicht raufklettern, weil dann was passiert? Weil es mich dann zerquetscht. Das ist alles... Ich gehe rein. Ja, okay. Das ist bestimmt super. Komm rein, ist okay. Oh Gott. Ich bin noch nicht tot. Berühmte letzte Worte. Scheiße. Ich spüre meine Finger nicht. Bitte bleibt beieinander, ja? Warte mal, ich dachte, tiefer wird's nicht mehr. Ui, ui. Hab ich nicht gesagt, ich sagte. Okay. Also das, wenn keine Haie oder sowas rumschwimmt. Haie. Toll. Danke. Warte. Also, ich gehe jetzt mal hier hin. Was ist denn hier? Ach, da können wir hoch. Ja, so
dunkles Wasser ist immer mega gruselig, finde ich. Da kann alles drin sein. Oh shit. Sieht wie Hennas Schrift aus. Tagebuch oder was? Tag 1. Meine kleine Schwester ist tot. Sie hat den Sturz nicht überlebt. Ich habe gesehen, wie die Farbe aus ihrem Gesicht wich. Mein Bein ist gebrochen. Ich bin ganz alleine, gefangen mit Beths Leiche. Bald wird jemand kommen. Das war Tag 1. Tag 5. Ich war noch nie so hungrig. Es fühlt sich an, als würde mein Magen sich verdrehen. Ich habe mir Beths Pulli genommen. Jetzt ist es viel wärmer. Sie passt immer noch auf mich auf. Oh, shit. Ich habe keine Wahl. Nur so kann ich noch überleben hier unten. Wenn das jemand findet, es tut mir leid. Ich musste, es ging nicht anders. Was heißt das? Scheiße. Okay, Tag 30 und sie war sehr hungrig. Tag 33. Meine Hände fühlen sich schmutzig an. Meine Nägel sind ausgefallen, herausgedrückt. Ich habe Schmerzen, aber mir ist nicht mehr kalt. Kein Schmerz. Ich werde stärker. Gut. Da beginnt wohl die Verwandlung. Oh Gott, oh Gott. Der Rest der Schrift ist nur noch Gekrakel. Ah, yeah. Hunger steht da. Es ergibt Sinn. Ich glaube, Hannah grub Beth aus. Das war Hannah. Nein. Michael. Das kann nicht sein. Michael, es muss so sein. Nur so ergibt alles einen Sinn. Beth starb durch den Sturz. Na und? Was heißt das? Na, Hannah muss sie beerdigt haben. Verdammt. Gott, verdammt. Hannah war hier unten. Hör auf damit! Sie muss fast verhungert sein. Sie war so verzweifelt. Fuck! Wir müssen zu Josh. Sofort. Oh Mann. Ja, wenn der Hunger wirklich schlimm wird, dann tut ein Mensch so einiges, glaube ich. Ich glaube, dann denkt man auch irgendwann nicht mehr ganz klar. Ist hier noch irgendwas? Nein. Okay, dann müssen wir ja wohl weiter durchs Wasser. Okay. Nächste Runde schwimmen. Ah. Ja, können wir denn hier jetzt irgendwie hoch? Geht das? Anscheinend ja nicht. Kommen wir da wohl erst von der anderen Seite hin. Okay. Warte auf mich, Mike, bitte. Lass mich nicht alleine. Warte. Na super. Alles gut, gleich geschafft. Komm schon, wir haben es geschafft. Puh, da steht Danger, das bedeutet nichts Gutes, vermute ich mal. Ich will jetzt aber doch nochmal zu der Mühle. Hä, wir müssen da doch irgendwas machen. Hä? Moment, da muss ich noch mal runter. Die armen beiden. Hallo. Oder man kann da doch erst irgendwann anders hin. Was ist denn das jetzt für ein Geräusch? Hilfe, ich krieg Angst. Und hier lang?
Nee. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir können hier noch nichts machen. Also ich hoffe, ich verpasse das jetzt nicht. Das wäre sehr ärgerlich. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich da rankommen kann. Daher denke ich, wir gehen jetzt erstmal weiter. Ich wüsste doch ehrlich gesagt nicht, was wir mit dem Rad machen sollen. Also, das ist ja, scheint kaputt zu sein. Und wozu sollten wir dieses Rad bewegen? Na gut, wir gehen mal durch die Danger-Tür hier. Yay. Ist das der Flammenwerfer-Typ? Nein! Mir wird schlecht. Verschwinden wir jetzt von hier. Okay. Josh, hast du den Schlüssel für die Seilbahn? Ja. Hier. Oh, gut. Seht ihr das da vorne? Das ist ein direkter Weg raus. Kommt. Josh schafft's auf keinen Fall da hoch. Okay. Hilf du mir rauf, dann gehe ich zu den anderen und sag Bescheid. Ja. Ja, gut. Du bringst Josh wieder zurück und wir treffen uns in der Lodge. Pass gut auf. Ja, du auch. Gehen wir, durchgeknallter Mistkerl. Oh. Boah, der tut mir gerade unendlich leid, ey. Das bricht einem voll das Herz, finde ich. Hättest du nicht zuschlagen müssen, Mann. Ja, sorry wegen vorhin, Mann. Das war wegen Jess. Mein Fehler. Okay, hier bin ich, hier ist Josh runtergefallen, nicht wahr? Ah, krass, ne? Wie Sam unterwegs ist. Krabbelt da hoch, krabbelt hier hoch. Die ist echt auf Achse, die Frau. Die packt das hier an. So, was haben wir hier? Oh. Okay. Das war in der Lodge. Eins von den Viechern, das genau vor Sam steht. Vielleicht eine Situation, in der man wieder ganz ruhig sein muss. Da freue ich mich jetzt schon gar nicht drauf. So, wir gehen jetzt zurück. Was war in der... Warte doch mal. Kannst du noch mal umdrehen? Was war denn in der anderen Richtung?
Ich habe gedacht, wir kamen quasi aus der anderen Richtung. Oh, ey, Josh ist richtig fertig. Boah. Ja, will ich zumindest mal eben gucken. Will ich das wirklich? Ich weiß auch nicht, ob ich das wirklich will. Na gut, hier scheint nichts zu sein. Okay, einverstanden. Muss sich ja immer hier überzeugen, ne? Wer weiß. Okay, aber trotzdem, Matt haben wir immer noch nicht wieder gesehen. Wo treibt er sich rum? Aber vielleicht ist er die ganze Zeit bewusstlos oder so. Das könnte ja sein. Oh Mann. Boah, ist das krass. Ist das krass, ey. Mike sieht gerade seine Ex-Freundin da hängen. Oh. Wollte ich nicht. Ich wollte nicht, dass ich sterbe. Oh. Aber das waren doch jetzt bestimmt nicht die Wendigos, die die da aufgehängt haben. Oder doch? Warum sollten die? Die sind doch voll... Das sind doch Monster, richtige... Ich weiß. Okay. Seltsam. Jetzt verstehe ich das ja noch nicht. Oh nein, jetzt ist da ein Viech drin. Oh nö. Okay, vielleicht müssen wir jetzt irgendwie zu dem Rad. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh. Ganz ruhig, Josh. Alles wird gut. Es wird gut. Oh, oh. Sie benimmt sich ganz anders als alle anderen Wendigos. Und sie ist viel größer. Ja, hallo Matt. Willkommen zurück in der Geschichte. Okay, noch lachst du. Okay, der hat das alles auch nicht mitbekommen, ne? Wahrscheinlich. Ja gut, dann spielen wir beim nächsten Mal weiter und erfahren endlich mal, was Matt so die ganze Zeit übertreibt. Noch hat er, ja, gute Laune ist wahrscheinlich übertrieben, aber noch ist er noch nicht komplett traumatisiert, so wie alle anderen wahrscheinlich. Naja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.